Am 4. August 2018 ist eine Junkers Ju-52 abgestürzt. Und ich habe hier nochmal diesen detaillierten Unfallbericht. Man sieht hier zum Beispiel die Flugroute, die geflogen sind. Und hier ist die Unfallstelle. Und diesen Flug, den möchte ich mal einmal im Microsoft Flight Simulator mal einmal nachstellen. Ja, hier ist quasi die Stelle, wo das Flugzeug abgestürzt ist, nochmal zu sehen. Ja, ich habe alles so eingestellt, wie es damals gewesen ist. Es war der 4. August 2018. Wind kam aus 9 Grad, 16 Knoten in Böen 26. Temperatur, Luftdruck, das passt auch alles. Ja, das Flugzeug ist genau die Version, auch die damals hatten. Das ist also die restaurierte Version mit den drei Blattpropellern. Die Maschine, die war voll besetzt, sollte also vom Gewicht her so auch passen. Ja, wir gehen mal eben ins Cockpit. Ja, ich habe ja vor 2, 3 Tagen ja schon mal ein Video gemacht mit der ursprünglichen Variante der Ju-52. Und das hier ist, wie gesagt, die restaurierte Version, das ja auch entspricht ja auch exakt der Unglücksmaschine. Und ja, ich will jetzt mal versuchen, die Maschine zu starten. Das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Also bei dieser restaurierten Variante jedenfalls noch nicht. Es kann sein, dass man die. Ah ja. Ja, man kann hier übrigens auch das Dach zum Beispiel aufmachen und die Seitenscheiben, da hört man das auch noch besser. So, dann will ich das zweite Triebwerk auch noch mal starten. Ja, auch die Startprozedur und das Ganze, das ist mit Sicherheit nicht so korrekt, wie ich das jetzt hier mache. Aber darum soll es in diesem Video auch nicht gehen. Dazu gibt es mit Sicherheit noch bessere YouTube-Videos. Hier geht es jetzt nur um die Nachstellung des Unglücks. So, ich habe die Trimmung auf 0 Grad, die Klappen sind auf Steigung gestellt. Weiß nicht, warum da jetzt noch irgendwie sowas leuchtet. Fuel Press, was bedeutet das? Hat das irgendwas mit zu tun? Achso, ja, das ist der Treibstoffdruck, ist wahrscheinlich irgendwie zu niedrig oder zu hoch, denke ich mal. Wobei ja hier jetzt ist es auch weg. Ja, es war wahrscheinlich zu niedrig gewesen. Ja. Aber ich denke mal, gleich im Flug wird das gut sein. Mal eben die Beleuchtung etwas dimmen. So. Ja, da werden wir mal losfliegen. Ich habe die exakte Flugroute hier auch hier reingezeichnet mit benutzerdefinierten Wegpunkten. Und ja, es ist auf jeden Fall wird ein spannender Flug, denke ich mal. Ist ja auch wirklich eine schöne Umgebung. Ja, leider hat dieser Flug ja ein tragisches Ende genommen. Und ja, wie es dazu gekommen ist, das werde ich dann noch mal während des Fluges mal etwas kommentieren. Ja, wir werden mal losfliegen. Wir schauen noch mal eben kurz auf die Uhrzeit, ob wir exakt dieselbe. Ja,
Die sind um 16.14 Uhr sind die losgeflogen, also das ist ja gar nicht sofort so weit. Auf eine Minute kommt es ja auch nicht drauf an. Die sollen also jetzt so ziemlich genau dieselben Bedingungen gehabt haben, die sie damals auch vorgeherrscht haben. Dann wollen wir mal starten. Ich merke auf jeden Fall den Wind. Wir haben auch wohl ziemlich Seitenwind jetzt gerade im Moment. Ja, dann werde ich mal direkt eine Linkskurve machen. Das ist damals auch geflogen. So, die Klappen habe ich auf Stellung 0 gebracht. Ja, in Wirklichkeit hätte man jetzt auch noch ein bisschen darauf achten müssen, dass man die Triebwerke noch überlastet. Zum Beispiel darf man die Volu ab einer gewissen Höhe wirklich Vollschub geben. Ja, was natürlich die Unfallursachenforschung natürlich erschwert hat, das war natürlich unter anderem die Tatsache, dass dieses alte historische Flugzeug keinen Flugdatenschreiber an Bord hatte. Ja, trotzdem haben die das erstaunlicherweise exakt alles sehr detailliert herausgefunden, was passiert ist. Also, ist wirklich erstaunlich, wenn man sich diesen Unfallbericht so durchliest, wie detailreich das Ganze ist. Viele Informationen hatten die auch wohl, also waren ja viele Passagiere an Bord ja gewesen. Und da waren wohl auch welche dabei, die diesen Flug gefilmt hatten, so wie ich das mitbekommen habe. Und daraus kann man natürlich auch viele Informationen entnehmen. Und außerdem wurde sogar wohl der Absturz auch aufgenommen von außen. Ja, die sind ja damals natürlich auch, so wie wir das jetzt ja auch machen, nach Sichtflugbedingungen geflogen. Das macht natürlich ja auch in so einem gebirgigen Gebiet natürlich irgendwo Sinn. Da ist natürlich auch wichtig, dass man wirklich Sichtflugbedingungen hat. Zumal wir ja auch mit diesem Flugzeug jetzt nicht so ohne weiteres sofort über die Berge fliegen können. Und man sieht ja auch, ich habe jetzt die drei Motoren alle quasi voll Power gegeben. Die Maschine hat er jetzt ja schon so
mit zu kämpfen, mit dieser dünnen Luft. Und wir sind ja, wie gesagt, ja auch relativ schwer. Ja, hier hätten wir jetzt bis auf den letzten Platz überall Passagiere gesessen. Und natürlich wäre hier noch ein Co-Pilot mit an Bord gewesen und wahrscheinlich auch sogar noch, ich denke mal, sogar noch ein dritter Pilot. Weil insgesamt sind wohl 20 Personen bei dem Unglück ums Leben gekommen. Also es hat auch kein einziger überlebt. Deswegen muss die Maschine dann ganz schön voll besetzt gewesen sein. Hier drin in der Mitte ist ja noch so ein Notsitz, den man hier so aufklappen kann. Ja, wir müssen mal schauen, wo wir gleich lang fliegen müssen. Ich denke mal, ich schaue mal von außen. Also man muss natürlich sagen, die Piloten, die waren extrem erfahren und die sind diese Route auch wohl mehrmals geflogen. Also die kannten sich hier schon gut aus. Die brauchten da mit Sicherheit nicht so ein Hilfsmittel wie ich jetzt, also diese Karte da. Ich werde mal die Scheiben zumachen, damit das mal ein bisschen leiser wird hier. So. Ist doch ein bisschen laut sonst. Ja, ich muss mich jetzt nicht, jetzt vor allem in der Anfangsphase des Flugs, jetzt nicht exakt an diese Flugroute hier halten. Entscheidend ist ja nachher, dass ich die restliche, die letzte Flugphase so exakt wie möglich nachfliege. Ja, im Grunde genommen hatten die ja ganz gutes Flugwetter, so ganz gute Bedingungen. Es war wohl etwas windig, würde ich sagen, also gerade so in Böen, haben wir vorhin auch gesehen, schauen wir, wie das gewesen ist. Ja, wir hatten in Böen immerhin 26 Knoten. Im Grunde genommen ist so Wind während des Fluges gar nicht so das große Problem. Aber in so einem gebirgigen Gelände ist das natürlich auch schon was anderes. Weil die Birge, die können den Wind doch recht stark verwirbeln und da hat man das dann auch viel mit Auf- und Abwinden zu tun. Und eben auch dieser Aufwind, der hat dann ja schlussendlich auch zum Absturz, also unter anderem der Aufwind hat zum Absturz geführt. Das klingt ja erstmal ein bisschen unlogisch, dass ausgerechnet ein Aufwind zum Absturz der Maschine geführt hat. Da man ja erstmal so sagen würde, ja, Aufwind ist ja erstmal gut. Jeder Segelflieger, der mag das ja. Weil er ja quasi die Maschine sozusagen ja nochmal zusätzlichen Auftrieb gibt. Aber das Problem war eben Strömungsabriss. Ja, ich will mal eben schauen, dass ich die Triebwerksleistung mal ein bisschen runterfahre. Also die sind mit Sicherheit die ganze Zeit wie Vollgas geflogen. Es gibt da auch wirklich Regeln, an die man sich da quasi halten muss, damit man die Triebwerke nicht überlastet. So darf man die nur eine bestimmte Zeit auf Volllast fahren. Das sind immer dann häufig nur ein paar Sekunden oder Minuten, je nachdem. Deswegen gehe da mal jetzt auf etwas weniger Propellerumdrehungen. Und wir sind jetzt auch schon extrem hoch, also wir haben ja schon die Wolkengrenze erreicht. Ich denke mal nicht, dass die jetzt ganze Zeit so hoch geflogen sind,
Weil das sollte ja auch wieder ein Flug sein, wo man ein bisschen was sehen soll. Also bei diesem Flug ist mit Sicherheit natürlich der Weg das Ziel gewesen. Deswegen, ich werde mir jetzt mal so einen ganz leichten Sinkflug gehen, dass wir nicht zumindest noch höher steigen. Ein bisschen Höhe brauchen wir natürlich auch, weil wir gleich auch den einen oder anderen Gebirgskamm überfliegen müssen, weil ich das vorhin richtig auf der Karte gesehen habe. Ja, ist auf jeden Fall ja sonst eine wirklich schöne Umgebung. Ja, nochmal zurückzukommen zum Thema Aufwind und Strömungsabriss. Also es hat mich ja auch erstmal gewundert, dass ausgerechnet ein Aufwind unter anderem mit zum Unfall beigetragen hat. Weil es ist wohl so gewesen, also die sind dort in diesen Gebirgskessel so reingeflogen und sind dann etwas gesunken. Und der Anstellwinkel der Maschine hat sich immer weiter erhöht. Und ja, je höher der Anstellwinkel ist, desto höher ist ja die Gefahr eines Strömungsabrisses. Aber im Grunde genommen war auch noch alles gut. Die hatten zu dem Zeitpunkt auch Abwinde. Aber diese Abwinde, die haben sich dann plötzlich umgekehrt in Aufwinde. Und ja, durch diese Aufwinde ist ja quasi die resultierende Windrichtung ist dann ja quasi nicht mehr direkt in horizontale Richtung zum Flugzeug, sondern ja, die kommt ja entsprechend dann schräg von unten und dadurch erhöht sich quasi der Anstellwinkel. Obwohl sich der Anstellwinkel der Maschine vom Horizont aus gesehen gar nicht geändert hat, hat sich entscheidend ist ja die resultierende Luftströmungsrichtung in dem Fall. Und ja, so hat sich denn eben ein so hoher Anstellwinkel ergeben, dass es dann zum Strömungsabriss gekommen ist. Ja, und da sich die zu dem Zeitpunkt in diesem Gebirgskessel befunden haben und auch nicht mehr allzu viel Höhe gehabt haben die Piloten es eben dann nicht mehr geschafft, die Maschine dann noch entsprechend abzufangen. Und die sind dann wirklich quasi senkrecht in den Boden gestürzt mit über 200 Kilometer pro Stunde. Ja, ich bin ja, wie gesagt, vor 2 Tagen habe ich ja dieses Video gemacht von der ursprünglichen Variante der U-52. Und da sah ja vor allen Dingen auch dieses Instrument, die Instrumente, die sahen so etwas anders aus. Diese Maschine ist sowohl 1985 müsste das gewesen sein. Da hat man die restauriert. Und ja, da hat man dann halt entsprechend modernere Instrumente dann eingesetzt, da wahrscheinlich wohl, denke ich mal, die älteren Instrumente zum Teil nicht mehr funktionstüchtig gewesen sind oder halt quasi nicht mehr den Bestimmungen entsprochen haben. Ich muss allerdings sagen, dass mir die ursprüngliche Variante im Grunde genommen besser gefiel. Das
das war insgesamt, ja, er gab das erstmal einfach irgendwie ein stimmigeres Bild, wie ich finde. Und zum Teil hatte die ursprüngliche Variante mit den ursprünglichen Instrumenten auch noch mehr Funktionen oder Funktionen, kann man sagen. Zum Beispiel konnte man da den momentanen Spritverbrauch sehen, also in Liter pro Stunde, die drei Motoren verbrauchen. Und diese Anzeige, die habe ich hier zum Beispiel jetzt überhaupt gar nicht wiedergefunden. Und zum Beispiel auch konnte man ja bei der ursprünglichen Variante den magnetischen Kompass, also man konnte einen gewünschten Steuerkurs dort einstellen. Und diesen Steuerkurs konnte die Maschine dann auch quasi automatisch folgen. Diese Funktion, die fehlt hier anscheinend auch komplett. Hab sie jetzt jedenfalls so auf der Stelle hier nicht gefunden. Ich denke mal, dass auch das den gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr entsprochen hat. Wahrscheinlich diese etwas primitive Art des Autopiloten. Ja, anders ist es ja auch die Motoren, also die ursprüngliche Variante hatte ja BMW-Motoren und das hier sind jetzt, ich weiß jetzt nicht, von einem anderen Hersteller, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Hersteller das ist. Und halt die Dreiblattpropeller, daran erkennt man das ja auf einen Blick. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass so eine alte Maschine so restauriert wurde. Ist natürlich extrem tragisch, dass sie dann jetzt gleich abstürzt. Und dass da so viele Menschen bei ums Leben gekommen sind. Also hier im Simulator fühlt sich die Maschine auf jeden Fall sehr gutmütig an. Also es ist überhaupt gar kein Problem, die zu fliegen. Es ist auch schön langsam und gemütlich alles. Es fühlt sich sehr sicher an. Und es hat ja dieses Flugzeug ja auch extrem große Tragflächen. Und dadurch kann man dieses Flugzeug wirklich sehr langsam auch fliegen. Dass ausgerechnet dieses Flugzeug dann durch einen Strömungsabriss abgestürzt ist, ist natürlich dann umso verwunderlicher eigentlich. Ja, diese Anzeige, auch die Geschwindigkeitsanzeige, ist hier wie auch bei der Ursprungsvariante in Kilometer pro Stunde, was ja eher untypisch ist. Aber wir haben hier eben auch die Geschwindigkeit in Knoten, die wir ablesen können. Interessant ist hier nochmal die Umrechnungstabelle der Höhe von Fuß auf Meter. In der Ursprungsvariante war natürlich alles metrisches System gewesen. Also alles Angaben in Kilometer oder Meter. Ja, ich glaube, ich muss gleich mal diesen Gebirgskamm da gleich überfliegen. Deswegen werde ich erstmal wieder ein bisschen mehr Schub geben. Dann muss ich mal schauen, wo wir halt landen müssen. Ich frage mich nämlich gerade jetzt, ob wir jetzt eher
da geradeaus diesen Flussverlauf entlang müssen oder jetzt schon rechts drehen sollten. Ich denke mal aber, dass die jetzt wirklich schon hier diese Rechtskurve gemacht haben. Also, dass sie nicht jetzt in diese Richtung hier geflogen sind, sondern jetzt wirklich hier über die Gebirge, würde ich sagen. Ja, ich habe die Flugroute jetzt ja auch nicht so exakt da eingegeben. Ja, das wird dann ja schon relativ knapp hier mit den Bergen. Das ist natürlich auch klar, also wenn jetzt hier die Motoren ausfallen sollten, dann haben wir ein Problem. Aber man merkt das, also auch wie windig das jetzt hier zum Beispiel ist. Und dass die Luft doch ganz schön verwirbelt hier im Bereich der Berge. Aber ich muss jetzt doch mal schauen. Also ich weiß nicht, ob wir hier die Berge schon überfliegen sollten. Aber auf jeden Fall Vollgas. Das schaukelt und wackelt doch ganz schön hier. Also ich finde das jetzt hier, die Berge zu überfliegen, aber schon ganz schön kritisch, muss ich sagen. Aber die müssen ja ungefähr auch diesen Weg genommen haben. Ich trimme noch mal ein bisschen nach oben, damit wir noch ein bisschen mehr an Höhe sind. Weil die Trimmung, die ist schon, ja, die steht schon auf Maximum. Der geht gar nicht. Ja, also wenn ich jetzt hier weiterfliege, da komme ich nicht rüber. Also ich muss dann hier wohl schon hier links gleich abdrehen, würde ich sagen. Ich nehme mal die Karte hier mal, damit ich die Geschwindigkeit im Blick habe. Man sieht, da ist sogar noch Häuser stehen. Ja, aber das muss tatsächlich ja auch diese Route gewesen sein, die wir geflogen haben. Also viel Luft hat man da nicht mehr. Ich meine, von der Geschwindigkeit bin ich jetzt noch recht safe. Aber die Luft ist hier schon dünn. Das merkt man. Und dann der Wind noch dazu. Ja, wenn man sich hier auch mal einmal verfliegt, dann hat man ein Problem. Es kann nämlich auch immer mal sein, dass dann so ein Weg dann in die Sackgasse führt. Aber hier geht es ja erstmal gleich wieder ein bisschen runter.
Ja, und weil er jetzt natürlich jetzt, jetzt brauche ich nur ein Triebwerk ausfallen in dieser Situation. Ich denke mal nicht, dass die verbleibenden zwei Triebwerke das dann schaffen, die Maschine auf Höhe zu halten. Und in so einem gebirgigen Gebiet, denn die Maschine sicher zu landen, ist natürlich auch nicht so einfach. Da hat natürlich dieses Flugzeug den Vorteil dann, dass es extrem langsam fliegen kann. Aber in so einer Höhe, bei so dünner Luft, geht es natürlich dann auch schneller etwas enger. Ja, ich fand, das war gerade schon eigentlich eine recht kritische Flugphase. Aber das ist ja alles da, bis dahin ja noch alles gut gegangen. Und ich denke mal, da können wir mal die Triebwerke wieder ein bisschen runterfahren. Man sieht auch hier, die Scheiben sind vereist. Ich weiß jetzt nicht, wie hier das Anti-Eis genau funktioniert. Bei der ursprünglichen Variante, da meine ich, da war das hier irgendwo. Diese blöden Hebel, die sind im Weg. Pilot-Heat. Ne, das ist die Handbremse. Auf den Flug achten. Karte mal wieder unten in der Stirte so ein bisschen weniger.
Ja, das ist ja auch wirklich interessant, dass man hier auch so ein Schiebedach hat. In welchem modernen Flugzeug hat man sowas denn schon? Ja, die Sichtbedingung, die ist da vorne nicht so gut. Mal eben schauen, wie weit wir denn jetzt überhaupt noch müssen. Ja, es ist nicht mehr so weit. Also wir fliegen jetzt hier diesen leichten Bogen und da kommt es dann gleich auch schon zum Absturz. Es war ja auch wohl so, dass die, wo die in diesen Talkessel reingeflogen sind, dass die da relativ tief auch gewesen sind. Aber es kann ja auch sein, dass die so eine Situation hatten wie wir jetzt, dass da dann plötzlich so Wolken kamen, die so tief sind. Und die dann entsprechend tiefer geflogen sind, um die Sicht zu behalten. Ja, und außerdem gab es da ja noch eine Sehenswürdigkeit in diesem Talkessel, nämlich dieses Martinsloch. Das ist so ein natürlich entstandener Felsdurchbruch. Und den konnte man wohl wahrscheinlich nur sehen, wenn man nicht zu hoch geflogen ist. Ich bin mal gespannt, ob wir dieses Martinsloch gleich hier auch sehen. Ich denke mal aber, dass die Topografiedaten nicht so detailliert sind. Ich werde mal wieder Vollgas geben, weil es sieht jetzt für mich so aus, als ob ich jetzt den Weg hier nehmen muss. Da geht es ja schon noch ein Stück höher.
die Wegpunkte, die ich da eingezeichnet habe, die sind ja auch nicht so ganz detailliert. Das kann also schon sein, dass die Siegenauer exakt jetzt diesen Weg jetzt genommen haben. Aber jetzt werden die Wegpunkte eher da ein bisschen enger, die ich da gesetzt habe. Und die habe ich dann schon doch sehr detailliert gesetzt. Ja, wir sehen da hinten schon diesen Talkessel, wenn ich das richtig sehe. Und da, wo jetzt mal der Mauszeiger hin zeigt, da ungefähr müsste das Martinshorn sein. Da oben, man merkt auch hier den Wind. Also ich habe jetzt nichts am Steuerknüppel gemacht. So, und die sind auf jeden Fall mittig in diesen Talkessel hineingeführt. Und wir sehen jetzt ja auch, wir haben, also die Motoren habe ich ganze Zeit auf Vollgas, jetzt schon die ganze Weile. Geschwindigkeit haben wir genug auf jeden Fall, das sieht alles gut aus. So, hier, da wo jetzt der Mauszeiger ist, da irgendwo müsste dieses Martinsloch sein. Ich merke auf jeden Fall, also die Luft ist sehr dünn hier, das muss man schon mal sagen. Und wir müssen ja mal sehen, wir müssen da nachher drüber. Das heißt also, ich muss jetzt schon auch, ich habe die Trimmung auf Maximum, so dass es die Maschine also auf Maximum von der Trimmung her nach oben zieht. Und den Rest muss ich jetzt gleich mit dem Höhenruder machen. Das heißt also, ich muss jetzt auch den Anstellwinkel schon recht steil anziehen und wir sehen jetzt, die steigt tatsächlich auch und die hatten das Problem, dass sie glaube ich sogar in dieser Phase sogar noch gesunken sind. Ja, auf jeden Fall, ich muss den, ich setze mich mal ein bisschen höher, damit ich das hier sehe, ich muss da rüber. Und man sieht jetzt auch hier, dieser Talkessel, der ist eng. Ich fliege da jetzt so mittig ein und das ist zu knapp, um da jetzt gleich eine Kehrtwende nach links oder rechts zu machen. Man sieht das ja. Das geht nicht. Da komme ich ja auch jetzt nie so drüber. Ich muss sehen, dass ich da rüber komme. So, und ich werde auch langsam. Ich komme ja jetzt schon in diesen roten Bereich da. So, ich habe in dieser Phase, habe ich jetzt Abwinde und gleich komme ich in einen Bereich, wo ich Aufwinde kriege. Und das bringt die Maschine jetzt gleich zum Absturz, diese Aufwinde, weil die halt, ja, ich merke schon, wie ich zu kämpfen habe. Die Maschine wackelt hin und her. Ich habe die ganze Zeit Vollgas, aber wir müssen da ja rüber. Und die Maschine kippt weg. Es kommt tatsächlich zum Strömungsabriss. Ja. Ich kann nichts machen. Ich habe keine Chance mehr. Ja. Das war der Absturz. Ja, das ist schon heftig. Also so ungefähr muss es in Wirklichkeit auch gewesen sein. Und ich hatte ganze Zeit Vollgas gegeben. Auch schon recht früh. Und ich glaube, die sind sogar ja noch etwas tiefer in diesen Talkessel eingeflogen, wie ich jetzt. Es muss also vielleicht sogar noch ein bisschen heftiger gewesen sein. Ja, und tatsächlich war das auch so ziemlich exakt diese Stelle, wo die denn wohl abgestürzt sind. Oder es war vielleicht sogar noch ein bisschen weiter, sind die vielleicht noch gekommen, das weiß ich jetzt so genau auch nicht.
Ja, aber hier ist der Flug dann auf jeden Fall tragisch geendet. Und es war auch so, die sind wirklich senkrecht in den Boden gestürzt. Wir haben ja gesehen, hier war das ein ganz klein wenig etwas anders. Ja, wenn man mal schaut, hier auf der Karte viel. Wir sind von da aus gestartet, bis hierhin sind wir gekommen und bis dahin hätten die noch fliegen wollen. Also hätten die das jetzt hier rüber geschafft, über diesen Gebirgskamm, da wäre alles gut gewesen. Also danach da gab es keine Schwierigkeiten mehr. Man sieht das hier auch, die Berge wären weniger und es geht im Grunde genommen nur noch runter sozusagen bis zum Militärflughafen, wo die hin wollten. Ja, man muss auf jeden Fall so, ich muss schon sagen, also diese Flugroute, die finde ich schon mal sehr gefährlich. Ich denke mal, wenn ich jetzt das darauf anlegen würde, dann würde ich es schaffen, dieselbe Flugroute auch unfallfrei zu fliegen. Dann würde ich halt sehen, dass ich, bevor ich in diesen Talkessel einfliege, schon mal mehr Höhe habe. Aber ganz sicher wäre ich mir da auch nicht, ob das denn überhaupt sicher klappt. Also diese Windverhältnisse, die scheinen wirklich da ein Problem gemacht zu haben. Und man muss ja wissen, das wird in diesem Simulator ja auch ganz gut simuliert. Das war ja schon in dem Microsoft FX Flugsimulator ja schon so, dass Windströme über den Bergen simuliert wurden. Und das ist in diesem Simulator mit Sicherheit ja nochmal verbessert worden. Das heißt also, die Windverhältnisse, die hatte ich ja auch eingestellt aus richtiger Richtung mit Böen und so weiter. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch die Abwinde und Aufwinde, die dann ja zwangsweise durch die Gebirgsgeometrie entsteht, dass die auch entsprechend so gewesen sind, wie wir die jetzt gerade hier im Simulator gehabt haben. Und ist natürlich klar, bei anderen Windverhältnissen, da wird das wahrscheinlich kein Problem sein. Aber hier dann eben doch, ne? Ja. Das war leider der frühzeitig beendete Flug.